Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Transocean 2 Rivals hier in Mexiko mit unserem kleinen Feder in der Shipping Inc. Mit unserer ersten Kampagne immer noch am Start, ne, gegen die Masterson Inc. Ja, wir sollen erst einmal 20 Aufträge abarbeiten, das dürften wir relativ schnell erreichen. Wir sollen mehr Aufträge als unser Gegner erledigen, da sind wir noch etwas hinten dran. Wir arbeiten dran, nennen wir es mal so. Und wir sollen 10 Millionen mehr Cash auf dem Konto haben als der Kollege. Das ist, ja, eine tapfere Herausforderung, nennen wir es mal so. So, mit unserem kleinen Opel-Feder hier, da passt natürlich nichts drauf. Ich pfeife jetzt auch auf die Treibstoffkosten und alles, das ist mir völlig wurscht. Wir müssen schauen, dass wir hier ein paar Aufträge erledigen. Dann würde ich sagen, es geht zurück nach Vancouver. Nehmen wir den hier, oder? Genau, dann haben wir mehr Aufträge dabei. 4 Stück. Sogar relativ gut bezahlt. Der Kahn ist randvoll. Wir haben nirgendwo eine Terminüberschreitung. Ja, aufladen. 2,4 Millionen. Und Abfahrt, verstehst? Raus hier. Adieu, Mexiko. Auf Wiedersehen. Ab nach Kanada. So. 2,4 Millionen Prämien. Das hat er mal richtig reingehaut. Jawohl, sehr schön. Treibstoff, ja mei. Also 2 Millionen Gewinn. Das lässt sich doch anschauen. Zum Hafen, bitteschön. Voll tanken die Kiste. So, betanken. Genau, läuft. Warum bin ich jetzt da rausgesprungen? Weiß ich auch nicht. Das hat keinen Sinn gemacht eigentlich. So, Auftragsliste. Anchorage sieht interessant aus, das sind jede Menge Aufträge. Die Frage, kriegen wir da auch alle drauf, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriege ich alle drauf, echt? Okay, geile Geschichte, das ist natürlich super. Aufladende Ding, Abfahrt, raus hier. So, wie sieht es in der Statistik aus? Oh Gott, 8 sind wir hinten dran. Geldtechnisch 2,2 Millionen. Das erste Ziel haben wir erreicht, Freunde. Also dieses Kapitel ist bestanden. So viel ist schon mal sicher. So viel ist schon mal sicher. Vielleicht sollte man in der Karibik bzw. an die Ostküste wechseln, weil da die Entfernungen einfach viel geringer sind. Da kann ich die Aufträge innerhalb kürzerer Zeit abarbeiten und könnte so unsere Stückzahl pushen. Es wäre eine Überlegung. Zum Hafen bitte. 1 Million verdient. Vielleicht ist das der richtige Ansatz. Ne? Ich meine, dass man hier kriegen. Okay, wir haben jetzt 3 sind wir hinten dran. Geldtechnisch. Wir nagen dran. Nennen wir es mal so. Wir nagen dran. Aufgetankte Ding. Zack. Metro Vancouver. Das sind nochmal 4 Aufträge. Kürzeste Verbindung. Bietet sich einfach an. Nehmen wir mit. Alles klar. Unterschreiben. 67% Zustand. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. So. Abfahrt. 17 Millionen haben wir schon auf dem Konto. 17,7 Millionen. Das ging in Transocean 1 etwas langsamer, ne? Wenn ihr euch da erinnert. Das ging deutlich langsamer am Anfang. Das war etwas zäher. So, Schiff wartet auf Befehl. So ist recht. 800.000 verdient. Party. Jawohl. Sehr gut. Dann nach Mexiko. Hier gibt es Asche. Ordentlich sogar. Hier gibt es, das schaffen wir nicht. Das funktioniert nicht. Nee, wie das gehen soll, keine Ahnung. So, 4 Aufträge, knallvoll. Die Kiste, voll tanken, auf geht's. Die Frage, ja okay, den kriege ich nicht. Kriege ich auch nicht. Ich habe überlegt, ob ich den vielleicht noch nehmen kann, indem ich hier irgendwas tausche, aber nee, funktioniert nicht. Also, nehmen wir die hier. 1,9 Millionen Abfahrt. So, ja, würde mich mal interessieren, wie sie das geschafft hat, dass er den Patrick Holstein in den Knast gebracht hat, die gute Megan. Vor allem, eigentlich müsste es ja sauer auf uns sein, ne? Steckt die Boyle vielleicht auch dahinter, hinter unserer Insolvenz? Ne?
Ich meine, wir hatten zig Milliarden auf dem Konto, wir hatten ewig viel Schiffe. Wie man da insolvent gehen kann, keine Ahnung. Außer wenn man etwas unseriös arbeitet, das kann ja auch sein. So, kurzer Blick. Okay, wir haben ihn überholt, was die Kohle angeht. Bei den fristgerechten Aufträgen, da sind wir noch, ja, pari. Aber da wäre jetzt die Strategie jetzt, oder der Vorschlag zumindest zu sagen, wir gehen jetzt in die Karibik bzw. in die Ostküste, wo die Entfernungen kürzer sind. So, Metro Vancouver, Havanna. Honolulu, New York, New York, Halifax. Das wäre gut gezahlt, gell, aber naja, ein Witz eigentlich. Das schaffen wir nicht. Das ist falsche Richtung, Honolulu. Mein Gott, das Klemmer ist richtig ausgesprochen. Das war immer so das Problem, ne? Transocean 1, da konnte ich Honolulu nicht aussprechen. Hier sind keine Aufträge. Das ist Müll, was hier ist. Das ist Shit. Das gefällt mir nicht. Finde ich doof. Boah, ist unverschämter Preis. Unverschämter Preis hier, da echt. Mexikaner, ziehen uns das Geld aus der Tasche. Ja, dann nehmen wir New York und Halifax nehmen wir mit. Ja, dann düse ich halt zuerst nach New York. So, Aufträge auswählen. Ja, ich weiß, das ist ein schlechtes Geschäft jetzt. Aber ich will versuchen, hier rüber zu kommen. Vielleicht funktioniert es ja. Ablegen. Auf geht's. Schiffsschraube dreht sich, so muss sein, durch den Panama-Kanal. Während der Meister Masterson hier weiter mit seiner Yamamoto am Start ist. Ja, die Zeit, die vergeht natürlich unbarmherzig. Absolut humorlos. Man kann ja auch chatten übrigens. Wobei das jetzt mit der KI wahrscheinlich möglichst oder sehr wenig Sinn macht. So, hier haben wir schon mal drauf gezahlt. Sehr schönes Geschäft, ja wunderbar. Wunderbar, Patrick Holstein wäre stolz auf uns. Wenn wir das so tolle Geschäfte machen, nach Halifax geht's weiter. Jawohl, da hätten wir hier noch schöne Aufträge. Wunderbar, also aufladen das Zeug. Auftanken den Eimer. Ja, das ist zum Glück günstig hier. So, ablegen. Hallo, ablegen, sage ich. Sowas, widerspenstig. Und der Chef sagt ablegen, also ablegen, verstehst? Wir können sogar nach Nuuk. Grönland. So, 2,9 Millionen. Das war doch mal nicht verkehrt. 2,6 Gewinn. Das hat sich gelohnt. Genau, da freut sie sich ja. Mhm. Die gute Patricia. Zum Hafen, bitte. Zum Hafen. So, ja, ein bisschen kalt hier offenbar. Im schönen Kanada. Und unser Schiff hat nur noch 49% Zustand. So. Nach Nuuk könnten wir... Quebec gibt es auch noch. Direkt um die Ecke quasi. New York hätten wir im Angebot. Nehmen wir Quebec und Nuuk. Genau. Auftrag aufladen. Zack. Bestätigen. Logisch. Volltanken den Eimer. Freundschaftspreis. Ab nach Quebec. Na, kurze Wege. Genau, einfach um die Aufträge zu pushen. Ja, da haben wir natürlich jetzt drauf gezahlt, ist klar. Das hat für nichts gereicht. Ja, wenn wir die scheiß Schlepperkosten natürlich auch noch zahlen, ne? Ist gewisserweise verständlich. So. Quebec. Für Nuuk ist einiges dabei, jawohl. Das ist doch nicht schlecht. Was? Was soll der Blödsinn? Echt? Mehr geht nicht, oder was? Boah. Machen wir nicht schwach. Oh, hier haben wir einen Termindruck. Egal, nehmen wir mit. Nein. Nein, nicht New York. Ich wollte eigentlich Nuuk haben, aber geht offenbar nicht, ne? Nee. Okay, ich kann hier nur... Kann hier nur zwei mitnehmen. Dann nehme ich die zwei mit, auch wenn der besser bezahlt ist. Aber hier zahle ich schon mal 100.000 Strafe wahrscheinlich. Also nehme die zwei mit. Ja. Es gibt nochmal Asche. Auftrag aufladen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Vorgehensweise richtig ist. Wie schon gesagt, Vermutung, ne?
Ablegen. So, wir schauen mal in der Zwischenzeit, was der Konkurrent so macht. Boah, Alter. Okay. Der ist uns wieder davongezogen. Okay, also es scheint nicht die richtige Strategie zu sein. An die Ostküste. Nee, dann wäre ich wahrscheinlich lieber hier geblieben. Es wäre vermutlich besser gewesen. Tja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Wir haben jetzt zwar Gewinn gemacht, aber trotzdem... Ja, die Entfernung war trotzdem groß. Hm. Quebec. Zurück, der nächste Hafen. Boah, Freundschaftspreis, wa? Frechheit. Ja, dann geht's nach Quebec. Das ist ja echt ärgerlich. Hm. Und unser Eimer fällt auseinander. Nur noch 44%. Nur noch 44%. Das ist ja übelst. Und der andere zieht davon. Der Masterson. Oh, Mist. Ja, ja, das... Ach. Nicht gut. Nicht gut. Nee, ich hätte da drüben bleiben sollen. Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Beziehungsweise, wenn ihr anfangt, vielleicht hilft es euch. Bleibt hier drüben, ne? Ist wahrscheinlich besser. Ist wahrscheinlich besser. So, dann schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. New York. Ja, wird diesen... Ah, wobei, hm. Nehmen wir Halifax noch mit, oder? Halifax, New York. Ja. So, auftanken. Hier einmal bestätigen. Ablegen. Besser am Anfang, wenn man kein Gefühl hat, ne? Dafür ein bisschen so Try and Error. Ein bisschen Try and Error. Gut, ich meine, geldtechnisch, okay, für die kurze Strecke 900.000, da können wir uns nicht beschweren. Das war nicht schlecht. Das nächste Ziel ist New York. Ui, da haben wir schon ein Problem mit dem Termin. Da zahlen wir einmal Strafe. Georgia Ports, okay. Können wir auch mitnehmen. Aber wir düsen trotzdem zuerst nach New York. Ablegen, auf geht's. So, die Kaution für einen guten Patrick hätten wir schon mal verdient, ne? Die Kohle wäre schon mal da. 25 Millionen, aber das fand ich schon tapfer. 25 Millionen Kaution, das ist schon... Ja, das ist kein Pappenstiel. Hätten wir hier Los Angeles? Ja gut, das schaffen wir alles nicht von der Zeit. Das hier könnten wir schaffen, Los Angeles. Aber ist auch wieder ewig weit, ne? Nee, du, wir düsen nach Georgia Ports. Wir düsen nach Georgia Ports. Ablegen, viel Spaß, auf geht's. Ab zum Hafen, eine Million verdient, knapp. Ja, aber der andere ist einfach schon zu weit weg. Ja, ich meine, vom Geld her sind wir mit 4 Millionen vorne dran. Aber das hier ist halt übel, ne? Die Anzahl Aufträge. Komm, sage ich's. Ergeben sich neue Möglichkeiten. Halifax. 5 ausgewählt, 56 teuer, 1,7 Millionen. Komm, probieren wir's. Probieren wir's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Und wenn ich einmal kurz Konventionalstrafe zahle, dann zahle ich halt einmal kurz Strafe für einen Tag. Das ist mir dann auch egal. Aber das zählt als Auftrag. Das Kapitel endet in 10 Tagen. Ja, mach mir Mut. Danke. Danke, Spiel. Sehr nett. Sehr nett. 1,4 Millionen. So, kurzer Blick in die Statistik. 8 sind wir hinten dran. Die 10 Millionen schaffen wir auch nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Wir haben mehr, aber keine 10 Millionen. Hm. Das ist jetzt alles natürlich doof, ein bisschen von den Aufträgen her. Boah, das... Nee, vergiss es, ey. Das ist übel. 10 Tage haben wir noch. 10 Tage. Hallo? 10 Tage? Da kann ich gerade noch nach Nuuk fahren. Die zwei kann ich noch machen und das war's. Ja, mehr geht nicht mehr. Ja, komm, dann nehme ich das auch noch mit.
Vielleicht habe ich in Nuuk noch mal irgendwie einen kleinen Auftrag. Ja, aber das haben wir, da haben wir verkackt. Also ich in dem Fall. Ich habe das unterschätzt. Ja, mal klar, der muss. Das Kapitel endet in 3 Tagen. Ja, danke. Der hier muss keine Umwege fahren. Der kann hier richtig hoch und runter fahren und ich muss immer außen rum, zack, zack und so. Ich gewinne hier nichts. Das wäre geschickter gewesen, hier zu bleiben. Ja, also als Tipp für euch, versucht nicht an die Ostküste oder in die Karibik zu kommen. Hier bleibt an der Westküste. Macht mehr Sinn, definitiv. Und nutzt die Pausefunktion, ganz wichtig. Nutzt die Pausefunktion. New York, 7 Tage. Ja, ich brauche hier nirgendwo mehr hinfahren, ne? Es ist eigentlich übrig, hier irgendwo hinzufahren. Ist egal, ich schicke das Schiff trotzdem los. Was ist das teuer hier, ey? Ich tanke mal zur Hälfte voll. So. Schaffen wir das bis New Orleans? Ne, schaffen wir nicht. Schaffen wir jetzt? Ne, schaffen wir auch nicht. Jetzt schaffen wir es. Jetzt ist wurscht. Ich schicke den bloß raus, dass ich keine Liegegebühr zahle, ne? Das ist der Grund. Wenn ein Schiff vor Anker liegt, dann zahlst du ja da wieder Liegegebühr und das möchte ich natürlich vermeiden. Muss ja nicht sein. Ja, wir haben es nicht gepackt. Es bleibt bei Brause. Und beleidigen wir unseren Kollegen noch. So, hast Glück gehabt, du Lusche. So, genau. Er antwortet jetzt natürlich nicht, gell? Ist ja klar, ist die KI. Man kann das auch im Multiplayer spielen. Da würde dann vermutlich eine entsprechende Antwort kommen. Sollte man natürlich nicht machen, ist so ein bisschen Trolling, ne? Ist ja, aber es kommt halt darauf an, mit wem man spielt, ne? Wenn ich jetzt mit dem Alten spielen würde zum Beispiel, dann wäre das durchaus möglich, dass mir mal so die nette eine oder andere. Wunderbar. Sie haben mit unserem neuen Rivalen ordentlich mitgehalten, was Aufträge und Prämien angeht. Quatsch. Und der Kaution für Patrick sind wir auch einen Schritt näher. Haben wir doch. Halte durch, Brüderchen. Was denn? Sie haben die Bronzemedaille erreicht. Na sowas. Immerhin, ne? Ja. Knapp. Was heißt knapp? Nee, es war nicht knapp. Es war strategisch falsch angegangen, denke ich. Aber das, ne, durch dieses System hier kann man natürlich, das habe ich in der ersten Folge gemeint, wenn du hier einfach einen gewissen Ehrgeiz hast, dass du ja alles optimieren willst und du willst unbedingt Gold haben, dann spielst du dieses Kapitel halt wieder und wieder und wieder und probierst Strategien aus und so. Und uns ist es aber, glaube ich, völlig wurscht, sondern, also mir zumindest ist es völlig wurscht. Ich möchte die Geschichte hier erleben und da bringt es ja jetzt nichts, wenn wir ein Kapitel nach dem anderen immer wiederholen, 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 nur um irgendwann eben die Goldmedaille da stehen zu haben. Das wäre, glaube ich, nicht sehr unterhaltsam. So, ja, dann hätten wir hier Kapitel 2, neue Gefilde. Allerdings fangen wir das nicht mehr heute an, sondern das machen wir dann beim nächsten Mal hier bei Transocean 2. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge. Bis dann!